Ich heiße Brian Melican und ich bin Lost in Deutschland. Nicht nur jedem Deutschen, sondern auch vielen Menschen weltweit ist sie ein Begriff, die berühmt-berüchtigte Hamburger Reeperbahn. Unter meinen Landsleuten zum Beispiel erfreut sie sich eines wachsenden Bekanntheitsgrads als Ausflugsziel für Junggesellenabschiede. Doch das wollen wir der sündigen Meile nicht verübeln. Vielmehr ist es für mich ein Ansatz, den Kiez zu erkunden und seinem Reiz auf den Grund zu gehen. Wozu kommt man auf die Reeperbahn? Kann ich sagen, die jungen Männer, die jungen Frauen gehen hier rein, weil die Diskotheken da sind. Wir gehen feiern hier. Warum kommt man auf die Reeperbahn? Feiern. Natürlich für uns Männer hübsche Frauen, ne? Und gute Stimmung halt, ne? Oh, und da gibt es auch andere schöne Sachen, da sage ich jetzt immer nicht im Fernsehen. Die wollen feiern, trinken, tanzen. Wir tanzen hier, ja. Sind im Tango-Club. Ja, und für sich ist das nett und in Ordnung, aber früher war es schöner. Die Reeperbahn hatte früher mehr Charme. Der Hafen, die Reeperbahn. Und das findet man irgendwo anders. Es war schon so, dass früher natürlich auch mehr Leute reinkamen in den Schiffen, das ist richtig. Klar, wegen Hafen. Es war früher halt nicht nur, dass hier die ganzen Hafenansässigen auch gearbeitet haben. Irgendwie so Reeperbahn ist, glaube ich, heißt das Reeper oder Reepen? Ja, diese Seilmacherei, weißt du? Reeperbahn kommt daher, dass die Leute hier früher ihre Taus gedreht haben. Reep, das heißt Reep ist ein Tau vom Schiff. Und das haben sie früher gedreht und ich bin Schiffbauer und das, da weiß ich nur Reeperbahn. Und seitdem geht hier mal was ab. Die Reeperbahn war schon immer... Klasse für sich selber. Die Reeperbahn und das Viertel St. Pauli entwickelten sich also parallel zum Schiffsverkehr nach Amerika Ende des 19. Jahrhunderts. Damals hielten sich jährlich Hunderttausende in der Hansestadt auf, um sich auf den Weg in ein neues Leben zu machen und wollten vor der Abreise unterhalten werden. Doch war das auch in Bremen und in England in Southampton der Fall und da sind längst keine Reeperbahnen entstanden. Kann es also sein, dass das Hamburger Vergnügungsviertel vom Kaiserreich speziell gefördert wurde, um den damaligen Adelass an Deutschen zu stemmen? Denjenigen, die dem Land den Rücken kehren wollten, sollten in letzter Instanz gezeigt werden, worauf sie in der neuen Welt alles würden verzichten müssen, in der Hoffnung, dass sie dann doch zurückbleiben. Was ist das Besondere an St. Pauli und einer Reeperbahn? Also das Besondere ist eigentlich, dass es der Mix auch im Entertainment-Angebot eben existiert. Das ist natürlich das Rotlichtgewerbe, was dicht neben dem Theater ist, die kleine Kneipe, die Eckkneipe. Ich sag mal, die Mischung aus alt und neu, eben aus der Geschichte heraus entstanden, auch aus der Hamburger Politik heraus entstanden und so ein paar Geschichten, die halt die Hamburger Politik gemacht hat, haben St. Pauli geholfen, auf dem Weg dahin, das zu sein oder das zu werden, was es heute ist. Ja. Das fängt dabei an, dass eben bestimmte Industriezweige, die man in der Stadt nicht haben wollte, erstmal ausgegliedert wurden, um die Stadt eigentlich zu entfrachten. Es geht darüber, dass zum Beispiel die Dampfschifffahrt halt an die Landungsbrücken, St. Pauli-Landungsbrücken gelegt wurde, weil man in Hamburg eben keine Lust darauf hatte oder beziehungsweise Angst vor der Dampfschifffahrt hatte, weil die ja auch manchmal in die Luft gegangen sind. Und dementsprechend wurde das dann wieder in den unliebsamen Vorort gelagert. Und der Vorteil war einfach, dass die ganzen Matrosen natürlich dann hier vor Ort ausgestiegen sind und dann die Entertainment-Angebote hier genossen haben. Gab auch vom Hamburger Rat damals übrigens nicht besonders große Ablehnung gegenüber der Prostitution. Man wollte die vielleicht nicht direkt neben dem Rathaus haben, aber dass das auf St. Pauli halt stattfand, wurde legitimiert. Es gab sogar Schutzgesetze für Prostituierte. Wurde es etwa mit staatlichen Mitteln gefördert? So weit würde ich eigentlich nicht gehen, dass da tatsächlich da offensiv sowas betrieben wurde, dass hier mit staatlichen Mitteln sozusagen ein Stadtteil oder ein Ort aufgehübscht wurde, um Menschen im Land zu halten. Das glaube ich eher nicht. Direkt gefördert wurde St. Pauli also von Kaiser Willi nicht, aber die gesetzlichen Rahmen für das Viertel wurden doch während seiner Herrschaft geschaffen.